Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Part hier in Wii Sports. Heute geht's mit Golf weiter und ich glaube, da habe ich das Gefühl, dass ich das extra bei dieser Sportart in zwei Teile splitten müsste. Mal schauen. Wir machen erstmal Training natürlich, wie wir es bei den anderen gemacht haben. Und es geht erstmal los mit Einlochen. Versenke den Ball mit einem einzigen Putt. Putt? Wie auch immer. Mit 1 kannst du das Grün analysieren. Ja, was für mich selber auch nicht viel bringt, weil ich das selber auch nicht so richtig einschätzen kann irgendwie. Ich bin kein Golfprofi. Aber gut, das ist eigentlich recht easy. Halte den A-Knopf gedrückt und schlage mit der Seite der Wii-Fernbedienung, um den Anschlag zu machen. Ja, man kann ja auch so ein bisschen testen. Ne? Ah, komm, der erste Schlag ist machbar. Durch 2 kann man ja etwas ranzoomen. Und durch 1, ja. Hat man ja oben rechts wie so eine Art Legende. Aber naja, ein bisschen hilft's, aber für mein Verhältnis nicht jetzt so unbedingt. Aber ja gut, versuchen wir das jetzt einfach mal. Komm, das sind nur 2,1 Meter, das ist easy. Gut, wunderbar. Hätte ich das jetzt verkackt, das wäre ein bisschen peinlich. Aber ich denke mal, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Es geht so ein bisschen weiter hoch. Aber auch ein kleines bisschen schräg irgendwie, so wie es aussieht, ne? Machen wir ein kleines bisschen so. Das muss auf jeden Fall ein bisschen mehr als ein Punkt sein. Try again. Ja, gut. Komm jetzt aber. Ja. Sehr schön. Schon viel besser auf jeden Fall. Runde 3, da muss ich nicht so stark schwingen, aber es geht auf jeden Fall recht weit runter und etwas schräg. Deswegen mache ich mal ein kleines bisschen nach links und versuche es jetzt einfach mal. Nö. Noch mehr nach links oder was? Ja, try again. Ich hab's verstanden. Noch mehr vielleicht. Oh, die Steuerung von dem Putter ist richtig beschissen. Ja, als ob der drüber geht. Ja, schön. Ey, nee, ne? Oh, ne. Ey, dass ich mich jetzt so beschissen anstelle, habe ich damit jetzt nicht gerechnet, ne? Nein! Als ob, Mann! Ach ja, komm dann, Da haben wir das halt schon mal durch. Juckt mich jetzt nicht. Dann habe ich halt nur 2. Noch nicht mal Bronze. Ist mir jetzt auch egal. Machen wir direkt weiter. Und das ist... Ah, das ist eigentlich recht easy. Grünplatzierung. Wenn man direkt einlocht, ist es sogar noch besser. Kann man da überhaupt versuchen einzulachen, wenn man da übelst gut ist? Keine Ahnung. Grünplatzierung. Ich spiele den Ball so nah wie möglich an die Fahne. Über den Abschlag. Gut. Und trifft dann mit A an den Ball heran. Oh, das ist recht easy. Das ist auf jeden Fall machbar. So. Ja, das weiß ich schon. Danke dafür. Oh. War ein bisschen zu weit, oder? Nö. Geht voll gut. Sehr schön. Aber falls man es da schaffen sollte, sogar einzulochen, wird das aber sowieso nicht gezählt. Ich mach mal mit dem Eis. Nee, Butter ist schlimm. Ein bisschen mehr als 2 auf jeden Fall. Oh, du sollst ein bisschen stärker schießen. Egal, aber ich bin wieder recht dran. Wieder so 2 Meter ungefähr. Nice. Aber je nach Runde entferne ich mich immer dem Grünen quasi. Ah, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Oh Mann, war das scheiße. Ah, bestimmt jetzt so 8 Meter oder so. Nee, naja.
Recht zufrieden bin ich jetzt nicht, aber na gut. Oh nee, der Sandbunker, das ist das Schlimme. Drei Meter? Ne, vier. Ja, kann man noch gelten lassen. Aber gut, dass ich immer im Grün bin, nicht ausreibe, weil dann wird das sofort als 30 Meter. Gezählt und dann, jo. Ich schlage mich nicht so stark, habe ich so das Gefühl. Ne? Wobei, das geht. Ne, 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 gekommen. Ne, das geht. Passt. Wunderbar. 2,7 Meter. Ah, ne, das, ne, ne, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich jetzt wirklich nicht. Dann muss ich jetzt ein bisschen mehr ausholen. Brauche ein bisschen mehr Platz jetzt. Na? Drüber habe ich es auf jeden Fall schon mal geschafft. Ja. War sogar recht gut. Bei solchen Runden, wo man auf dem dickeren Gras quasi ist, habe ich meistens immer verkackt irgendwie. Aber ja, gut. Schön. Soll ich es mal versuchen? Oder doch lieber mit dem? Ah, ich weiß. Nee, nee, nee. Komm, ich lasse es mal lieber. Komm, der muss drüber gehen. Dankeschön. Wenigstens auf dem Grün. Aber 10 Meter, ne? Nee, fast. Oh, scheiße. Oh, nee, schon wieder Sandbunker. Das ist so ätzend. Das ist so ätzend. Schlimm genug, dass man nur so wenig hat für die Kraft. Weil sonst ist man dann sofort drüber. Weil. Darum. Aber man hat ja keine andere Möglichkeit. Ja, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Das sieht gut aus. 3-2 Meter. Oh, ungefähr, passt. So. Oh, na, nee. Oh, 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 oh. Da verkacke ich. Da verkacke ich. Haus hoch jetzt. Achso, mit dem Wedge hat man dann mehr Kraft zur Verfügung als mit dem Eisen. Ah, okay. Komm, geh drüber. Bitte. Okay, drüber ist er schon mal wenigstens. Sehr gut. Na, 2,5 Meter ungefähr. Easy. Oh, 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 oh. Mal schauen, ob ich das schaffe, ey. Oh. Ich hab Zweifel. Ich hab Zweifel, aber gut. Nee, verkackt. Richtig verkackt, oder? Nein! Oh, scheiße. Genau das meine ich. Wenn man es nicht beim Grünen schafft, wird das sofort als 30 Meter gezählt. Scheiße. Aber immerhin Silber. Damals habe ich immer nur Bronze geschafft. Weil ich bei 2 Runden verkackt habe. Einmal mit dem hohen Gras, was am Anfang kam beim ersten Mal. Und dann jetzt die letzte Runde. Aber ja gut, Silber kann ich damit zufrieden sein auf jeden Fall. Oh, jetzt kommt mein Liebling. Präzision, das fand ich geil. Oh, das wird jetzt göttlich. Präzision, triff mit deinem Ball den Mittelpunkt der Zielscheibe. Vergiss nicht, die Windrichtung zu prüfen. Oh ja, das ist aber auch so ein wichtiger Punkt. Man kann ja, wenn man nicht mit dem Driver spielt, kann man ja mit dem Eisen auf die mittlere Plattform noch zielen, wenn man das möchte, wenn man dies halt will. Aber gut, am Anfang ist es eigentlich recht leicht, würde ich mal behaupten. Ja, da muss ich ein bisschen mehr ausholen. Was ist denn das hier? Das Gefühl, ich hole nicht so krass aus. Na komm, ich versuch's jetzt einfach. Ja, ja, ist klar. Der fliegt erstmal drüber, klar. Och, trifft wenigstens gerade noch so die 10. Ey, gerade die ersten zwei, drei Runden, wo kein Wind weht, ist es wichtig, direkt immer die 100 zu treffen. Aber nein, ich bin so dumm und... Ja. Komm, wenigstens die 50. Ja, 100, dankeschön. Ich glaube, eine Runde ist noch, wo kein Wind weht, glaube ich. Okay, das geht noch.
Ich habe mich immer gewundert, was das M-S bedeutet. Ich glaube, das steht für Millisekunde. Kann das sein? Ich weiß es gerade irgendwie nicht so. Soll ich überhaupt hier was verstellen? Mach mal so einen Millimeter, falls nötig. Ah, vielleicht, 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 nö. Ah, fast. Naja, 50 sind auch noch gut. Na, jetzt Gegenwind, aber nur so ein bisschen. Das ist ja nicht so... Na, das war zu teuer, scheiße. Wieder nur eine 10, wenn überhaupt. Oh, ey, das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Das ist richtig schlecht. Ah, der Schuss war jetzt wieder recht gut. Und wieder nur 50. Ey, fast. Es war wieder fast die 100 gewesen. Wir sehen einfach aus wie irgendwelche Pinnnadeln. Ja, jetzt ist es ein bisschen stärkerer Gegenwind hinten von der Seite quasi. Und? Wird das eventuell was? Ah, okay, das war sogar noch am Rande des 50er. Ja, Vorderwind mit 10 Millisekunden. Die Windstärke. Also müssen wir gar nicht so doll schießen, ne? Denke ich jetzt mal, ich habe es jetzt mal ein bisschen weniger gemacht, hat nichts gebracht. Und dafür eine 25, aber gut. So, machen wir trotzdem mal ein bisschen stärker, machen wir mal so schräg. Ich traue mich nie die mittlere Zielscheibe irgendwie zu treffen, weil ich weiß, dass der ins Wasser geht. Also der Ball natürlich. Deswegen mache ich das selten. Manchmal funktioniert's. Aber nee, Dankeschön. Das lasse ich mal lieber. Ja, der war wieder zu doll. Manchmal ist zu wenig Power. Manchmal ist irgendwie zu viel. Der hat noch nicht mal den Zehner getroffen. Was bist du für eine Flasche? Ah, nee. Das ist räudig. Das ist richtig räudig. Hat wenigstens gerade noch so die 25 getroffen. Ach du Scheiße. Ah, Mann. Ich stelle mich so was von dämlich an. Der Schuss war recht okay, würde ich behaupten. Und 50 ist auf jeden Fall eine gute Punktzahl. Ein Schuss habe ich... Nee, okay, das war vorbei. Und... Wow. Weiß gar nicht, wie das damals war. Ich glaube, da hatte ich mal Gold. Bin mir aber jetzt nicht so sicher. So. Dann wollen wir mal anfangen. Aber ich glaube, ich werde es so machen, ich werde es in zwei Teile splitten. Weil wenn ich jetzt nur ein Dreilochspiel machen würde und das Profi, würde man denken, was soll der Scheiß? Warum macht er nicht alle durch? Aber bei. Ich könnte wenigstens Profi machen. Ah, nee, scheiß drauf. Ich habe gerade bemerkt, bei mir ist irgendwie... Nee, jetzt ist der schwarze leichte Balken auf der linken Seite weg. Hä? Das war also wie ein bisschen komisch. Egal, ich lasse es mal so. Ich werde es doch splitten. Mal schauen, wie weit ich noch komme jetzt hier. Wir haben gerade 14 Minuten geschafft. Mal schauen, wie weit ich hier komme. Ah, ich denke mal, die ersten drei Löcher beim Anfänger werde ich schaffen, denke ich mal. Vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht wird das auch 25 Minuten oder so. Kommt immer drauf an, wie lange ich immer brauche und wie schnell ich beim Schießen bin. Weil hier ist ja sowieso nur so, wie ich halt Lust drauf habe. Zum anderen Seite will ich es auch nicht so lange durchlaufen lassen oder so. Weil irgendwann wird es dann auch langweilig. Ich glaube, bei mir... Beim Golfen zuzuschauen, wie Sport ist irgendwie etwas langweilig. Irgendwie habe ich irgendwie so das Gefühl. Aber ja gut, ich mach's es einfach durch. Ich habe jetzt mit dem Projekt hier angefangen und ich werde es auch beenden. Aber Boxen wird cool. Egal. Ah, habe ich doch ein bisschen zu doll geschossen. Das war jetzt nicht so geil. Du sollst doch nicht so weit schießen. Bist du denn lebensmüde? War eigentlich gar nicht so scheiße. Ne, ein paar habe ich schon mal verkackt. Genau, wahrscheinlich.
Aber das mit dem Putter ist richtig scheiße. Egal, ob es jetzt ein Resport ist oder ein Resort. Ja, Boogie, habe ich schon mal plus 1. Finde ich geil. Finde ich richtig geil. Oh Mann. Was habe ich da nur gemacht? So, das müsste recht easy sein. Hey, wird er zu doll? Wieder einfach nur zu doll geschossen. Bleib beim Grün. Ach, dann halt nicht. Nee, 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 nee. Kann ja hier nicht sein. Was soll denn das hier? Einfach nur so schießen, ist ja noch recht easy. So, wenn ich das jetzt verkacke. Oh, der wäre sogar fast reingegangen. Alter. Ey, komm, wenn ich das nicht wenn ich das verkacke. Das, komm, das ist easy. Na komm, schieß! Danke. Der wedelt da so komisch rum, ey. Jetzt wird er ausholen, wie mit dem Drive oder so. Meine Fresse. So. Hier könnten wir es sogar überspringen, indem wir da hingehen, weil hier ist eine freie Stelle. Alles drumherum ist einfach nur aus und noch dickeres Gras. Also zählt das schon mal gar nicht. Ich rate dringend davon ab. Also wer es hinbekommt und Skill hat, okay. Aber nein, danke. Ich gehe lieber den normalen Weg. Das ist wenigstens safe. Weil beim Aus... Nice shot. Und ja, lieber den safen Weg ist viel besser, anstatt beim noch dicken Gras zu landen, was gleichzeitig ein Aus ist, damit man plus 2 Schläge erstmal auf sein Konto drauf kassiert. Deswegen will ich das jetzt nicht. Deswegen belassen wir das so. Kann das sein, dass der Ball noch einen leichten Drall hat oder sieht das nur so aus? So, jetzt will ich was versuchen. Mal schauen, ob das vielleicht was bringt. Aber ich muss nur ganz leicht schießen. Naja, hat ein bisschen was gebracht. Aber nicht viel. Oh Mann. Hat nicht wirklich viel gebracht. Das hat auch nicht wirklich viel gebracht. Bin zwar auf dem Grün, aber die 6 Meter sind ein bisschen zu lang jetzt für den Schlag. Ich glaube, das wird wieder ein Boogie. Oder? Nein, der ist drin und? Oh, sogar ein paar. Wow. Plus, minus, null. Also keine Veränderung. Weder gut noch negativ. Nee, weder gut noch schlecht. So. So, der müsste eigentlich easy sein. Wäre der Wind nicht so beschissen. Aber gut. So, ich belasse es mal so, weil der Wind ist ja sowieso schon recht stark. Und ich land im Sand. Ich land im Sand, ja natürlich. Da geht doch nicht mal ins Grüne. Bist du nur, ey. Mein Gott. Ist doch nicht so schwer. So, der ist jetzt nah genug am Loch dran. Den kann ich jetzt nicht verkacken. Also ein paar habe ich schon mal... verkackt. Ding. Bekomme ich nämlich erstmal gar nicht. Erstmal bekomme ich erstmal schön plus 1 oder reingedrückt. Und das aktuelle Ergebnis von plus 2 ist jetzt nun drinne. Toll. Finde ich geil. Finde ich einfach nur richtig geil. So. Hier ist der Wind nicht so krass. Also kann man ja ruhig zuschlagen, wie man wollen. Na okay, das war jetzt nicht so stark. Aber es geht wenigstens. Bin ich noch recht zufrieden damit. Dem ersten Schlag war es eigentlich noch recht okay gewesen. Ah, die Windstärke bleibt so. Schießt mal ein bisschen doller. Hat sogar wunderbar funktioniert. Und, ja, aber auf dem hohen Gras, was jetzt nicht so ideal ist. Aber ja, gut. Egal. So. Wir nähern uns dem Grün. Wir haben nur bis zum dritten Punkt. Von der Stärke her. Ja gut, egal. Hab ich jetzt wieder mit meinem Mikrofon getroffen. Wunderbar, finde ich cool. Eigentlich gar nicht, aber egal. So. Ach, Mann. Komm.
Jetzt wird ins Grün getroffen. Komm schon. Ist nicht so schwer. Als ob. Na, der wäre aber so oder so zu schnell gewesen. Den jetzt einzulochen wird jetzt etwas schwierig. Weil der ist auch ein bisschen schräg. Auf jeden Fall ungefähr so bis zum ersten Punkt ungefähr. Okay. Alter, was war das für ein Geräusch? Ich find's dumm. Aber wunderbar. Wir sehen es nun beim sechsten Loch. Also Anfänger, beim drei Loch haben wir schon mal geschafft. So, ich glaube, das ist jetzt Amateur. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Alter, Profi wird interessant. Inseljumping. Ah, das wird lustig. So, hier eigentlich... drei oder vier Schläge für ein Paar? Also das müsste mindestens drin sein, komm. Ah, scheiße. Sand, Sand. Nee, doch nicht. Bleib still, bleib stehen. Nee, das ist zu weit, das bekomme ich nicht hin. Der ist zu weit. Der ist zu weit. Also, sollte ich das jetzt schaffen? Sollte ich das jetzt schaffen, ey? Nee, der ist zu krass. Der ist zu krass. Das kriege ich nicht hin. Ein bisschen mehr als beim zweiten Punkt. Nee, schade. Aber der wäre drinne gewesen. Der wäre wirklich drinne gewesen. Alter. Ja, kriege ich vielleicht wieder plus eins wieder reingedrückt. Finde ich cool. Okay, der ist wenigstens drinne. Ach nee, sogar ein paar. Also mit dem von gerade eben hätte ich vielleicht sogar ein Birdie schaffen können. Wäre cool gewesen, aber war dann leider doch nicht so der Fall. Okay. Na, hier können wir wenigstens doll zuschlagen. Wieder ein nice Shot. Sand. Das ist scheiße. Ach Mann. Ich hasse es, wenn der Ball ins dicke Gras reinfällt. Oder ins Sand. Aber ja gut, egal. Ah, warte mal. Nee. Ich mach's noch verrückter. Ich schlag mal mit dem Driver. Das war die dümmste Idee, die ich jemals gemacht habe. Ah, scheiße. War das dämlich. Ich könnte es auch nochmal versuchen, aber nein, danke. Und da ist übrigens aus. Also von daher. Wenigstens drüber. Ah, geh wenigstens auf dem Grün. Sehr schön. Ja, das ist aber noch viel zu weit. Das schaffe ich schon wieder nicht. Na. Oh, wäre cool gewesen, aber war dann leider doch nicht so der Fall. Aber ja gut. Schlag Nummer 5. Oh, das wird definitiv Boogie, ey, Alter. Plus 3 sind wir jetzt. Wird ja immer besser. Wird ja immer besser. Finde ich geil, finde ich richtig geil, definitiv. Es ist übelster Abfuck des Todes, aber gut. Oh, was für ein übelster Sprung. Bleib so stehen. Nein, du Affe, du Drecksball. Oh Mann. Muss er mir alles so versauen? Oh, der war für. Das war viel zu hoch. Scheiße. Ich stelle mich einfach nur gerade richtig, richtig dämlich an. Ja, Mann. Na okay, der Ball ist jetzt nah genug. Das sollte ich jetzt schaffen. Oh, Schlag 4 hier, ein paar ist. Ich habe gerade nicht geschaut. Ich habe nicht, ne? Plus 4. Geil. Geil. Geil! Toll! Ach, das ist sogar das Loch 9. Warte mal, 3, 6, 9. Das müsste das letzte sein. Oh, das schaffe ich sogar alles in einem Part, glaube ich, wenn ich jetzt schnell bin. Also, ob ich das jetzt alles bearbeite, weil das ist gerade ein bisschen lang, ne? Ich dachte jetzt, ich hätte jetzt ins Wasser getroffen. Alter Junge! Meine Fresse! Heftig! Heftig! So, wo soll ich denn jetzt hinschlagen? Da! Oder da? Weiß nicht, was ist ein sicherer? Eigentlich da.
Und dann da. Machen wir das mal so. Der war nicht stark genug. Der war. Nein, nee, doch, vorbei. Nee, nee, nee. Der darf aber nicht drüber. Der ist jetzt nicht ins Aus gelandet. Der ist jetzt nicht ins Aus gelandet. Nee, ne. Fuck! So, das war mal Schlag 2. Jetzt ist es momentan Schlag 4. Und jetzt, dann kriege ich wahrscheinlich sogar plus 2 oder 3. Der geht wieder ins Aus. Ey, das ist so ein Scheiß. Ey, das kann nicht sein. Dann gehe ich halt mal nach drüben. Vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Glück. Wenn er mal drüber geht, nö. Ey, das ist so ein Scheißdreck, ey. Oh. Ich habe zwar das Wasser getroffen, aber der ist wenigstens hier nah genug herangegangen. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich darf nicht so doll schießen, aber das ist ja schon geschehen. Scheiße. Aber ja gut. Schlag 9. Irgendwann habe ich so viel Plus, dass dann da steht aufgeben plus 12 oder so. Weil irgendwann steht es dann da hier aufgeben und dann irgendwas mit plus... Irgendwas mit über 10 war es. Das weiß ich noch. Ey, das ist so scheiße. Ja, und wie viel? Richtig schlecht. Jetzt habe ich es aber geschafft. Plus 9. Ach du Scheiße. Ey, da habe ich da doch alles in einem Part geschafft. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Lol. Muss ich doch nicht machen. Das ging sogar recht schnell. Hier, halbe Stunde, 27 Minuten. Voll easy. Geil. Aber ja, gut. Dass es jetzt so schnell geht, habe ich damit jetzt nicht gerechnet. Aber trotzdem würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, als ob ich da jetzt ein bisschen was bearbeitet, weil ich gebe es zu, ich bin ein bisschen faul. Wenn ein Video richtig lang ist. Ja, mal schauen. Ihr werdet es dann schon sehen. Ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, würde ich mich gerne über ein Abo freuen und die Glocke abonnieren, wenn ihr keine Videos verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut.